Die Entscheidung. Nicht in der Hand der Politiker liegt also der Schlüssel für die Lösung der Probleme der Völker, sondern von jedem Herzen wird die Welt bewegt. Mit anderen Worten, die eigentliche Entscheidung über unser Heil oder Unheil liegt darin begründet, wie wir leben, denken und handeln, ob wir in der Gnade Gottes wirken oder uns von der Sünde, dem Gift des Widersachers, beherrschen lassen. Das Leben in der Gnade führt uns zu allem Guten, zu Frieden und Wohlergehen, zu den Schätzen des Himmels und schließlich in die ewige Herrlichkeit Gottes. Die Sünde und ihre Folgen. Das Leben in der Sünde dagegen, Augenlust, Fleischeslust und Hoffart, öffnet uns das Tor zu jeglichem Bösen bis hin zum qualvollen Verderben in der ewigen Hölle. Denn ein der Sünde zugeneigtes Herz verstrickt und verliert sich immer mehr in vergänglichen, irdischen Interessen. Dadurch wird der Blick auf Gott und die ewigen Werte, die allein wichtig sind in unserem Leben, verschleiert und der Mensch in das zerstörerische Wirken der Sünde hineingezogen. Die Sünde aber, sagt der heilige Pfarrer von Ars, wirft eine schaudervolle Finsternis in unseren Geist, die die Augen der Seele verschließt. Daraus erklärt sich auch, wo die Ursachen für die Übel unserer Zeit liegen, die einem Knäuel von Problemen gleichen, einem wahren Netz Satans, ausgespannt über die ganze Welt, in dem sich Millionen Seelen, ihr ganze Völker verfangen haben. Für uns Christen sollte jedoch diese Erkenntnis keine Neuentdeckung sein, sondern vielmehr ein mächtiger Anstoß, die Gebote Gottes ernst zu nehmen, zumal uns die allerseligste Jungfrau in Fatima am 13. Oktober 1917 mit Nachdruck aufforderte, den Herrn nicht mehr zu beleidigen, der schon zu viel beleidigt worden ist. Beleidigt wird er aber auch dadurch, dass wir nicht tun, was er uns durch seine heiligste Mutter aufträgt. Die weithin verbreitete Gleichgültigkeit gegen deutliche Weisungen des Himmels hat also schwerwiegende Folgen und führt zu geistigen Blindheit. Jeder, der sündigt, ist daher mitverantwortlich und macht sich mitschuldig für das Anwachsen allen Elends in der Welt, auch des Kommunismus. Und je länger er in der Sünde verharrt, desto verheerender sind die Auswirkungen für ihn und die ganze Menschheit. Dazu kommt die Tragik, dass dadurch immer noch mehr Seelen verloren gehen. Einen nachhaltigen Eindruck, wie furchtbar die Sünde in den Augen Gottes ist, vermittelt ein Erlebnis der heiligen Katharina von Siena. Einst bat sie den Herrn, ihr zu zeigen, wie schlimm eine Todsünde ist. Da gab er ihr zu verstehen, dass sie dies nicht ertragen könne. Er zeigte ihr aber eine andere Sünde in ihrer ganzen Abscheulichkeit. Und der Anblick war so schrecklich, dass die Heilige erklärte, sie wolle lieber ihr Leben lang barfuß über glühende Kohlen gehen, als wieder so Entsetzliches sehen. So begreifen wir, wenn Jesus in der Botschaft der barmherzigen Liebe mahnt, fürchte nur die Sünde, das schrecklichste aller Übel. Die Sünde ist eine furchtbare Geißel und ihre Folgen sind schrecklich für die Seele, die sie feige bejaht. Sie bewirkt den Verlust der Freundschaft Gottes und verurteilt die Seele zur ewigen Verdammnis. Solche Seelen eilen, da sie nicht mehr lieben können, dorthin, wo nur Schrecken und Verzweiflung ist. Der Schlamm ihrer Sünden begräbt sie in einem bodenlosen Abgrund. Voll Wehmut über seine geschmähte Erlöserliebe in unserer Zeit, klagt er, welche Trauer! Könntest du wie ich die Ausschweifung der Herzen sehen, die Wunden der Sünden, die sich über die ganze Welt ausbreiten? So ist die Sünde vor allem die schwere Sünde, die größte und hinterhältigste Mörderin. Sie mordet die Seelen, vergiftet die Herzen, verfinstert den Verstand, schwächt den Willen und verwildert das Gewissen. Sie mordet die guten Werke, zerstört Ehen und Familien, fügt der Kirche unbeschreiblichen Schaden zu. Sie versklavt ganze Völker und Nationen und ist die Ursache aller Kriege und Katastrophen. Eine wahre Bestie, die Satan Macht verleiht, seine grausame Herrschaft auf Erden immer weiter auszudehnen. Eine der schaudererregendsten Sünden, vielfach aus der Sünde gegen die Reinheit geboren, ist die Abtreibung, nach einem Wort Christi, in der oben erwähnten Botschaft, das ungeheuerliche Vergehen, das unschuldiges Leben schon bei seiner Empfängnis niedermäht. Streng und unmissverständlich erklärt Jesus weiter: Im Namen der Gerechtigkeit und des Rechts, auf das sie sich berufen, morden sie straflos das Werk des Schöpfers in seinem Geschöpf, das winzige Kind im Schoß seiner Mutter, die selbst schuldig ist durch ihre Einwilligung in diese grauenhafteste Freveltat.
Dabei erniedrigt sie sich unter die Tiere, die den mütterlichen Instinkt in seiner ganzen Schönheit und Opferbereitschaft getreulich bewahren. Keinerlei Empfinden schwingt mehr in diesen Seelen, die sich nur dem Kult ihres Leibes verschrieben haben, der selbst zur Fäulnis bestimmt ist. Wie könnte die göttliche Liebe Wurzeln schlagen in dieser Entwürdigung des Menschen, zu dessen Rettung sie gekommen ist und der sich durch unbeschreibliche Niedertracht bewusst zugrunde richtet? Bete, mein Kind, für diese Opfer der Hölle. Ein Jahr später kommt er erneut auf dieses schwere Anliegen zu sprechen, bezeichnenderweise in der Zeit vor Weihnachten. Gegenwärtig wird mein Herz tief gekränkt durch die Massenmorde der unschuldigen Opfer einer ruchlosen Gesellschaft, deren erste Pflicht es wäre, das Leben zu schützen, das vom Augenblick der Empfängnis an heilig ist. Diese Gesellschaft lädt das Schrecklichste aller Verbrechen auf sich, indem sie scheinbar ungestraft dem Zorn Gottes trotzt. Die geopferten Kinderseelen schreien um Rache zum Himmel. Die Trägheit vieler Christen angesichts solcher unerhörten Gräuel ist für mich ein zweiter Todeskampf. Hinter der Fassade von Anstand verbirgt sich der Krebsschaden der von der Verderbnis zerfressenen Seelen. Doch in den Getreuen ist die Gnade am Werk und fordert sie zum guten Kampf auf. Wenige Tage vor dem Fest sagte Jesus: Im jungfräulichen Schoß meiner Mutter erwarte ich den Augenblick zu erscheinen. Das Kind bringt euch noch einmal die schönste Botschaft aller Zeiten. Friede den Menschen, die guten Willens sind. Aber seid ihr noch fähig, diese Botschaft zu verstehen, da es so weit gekommen ist, dass eine Vielzahl von Seelen nicht zögert, die Frucht der Liebe in ihrem Leib zu töten? Diese Kleinen sind gegenwärtig sehr oft die Opfer der sittlichen Erniedrigung jener, die ihnen das Beispiel der Unschuld, der Frömmigkeit, der Demut geben sollten. Stattdessen geben sie ihnen Ärgernis durch ihren schändlichen Lebenswandel. Meinst du, ich könnte noch lächeln in dieser Nacht, in der sich so wenige des Lichtes bewusst werden, so viele dagegen sich weigern werden, das Leben der Welt aufzunehmen und sie sich sogar der schlimmsten Sakrilegien schuldig machen? Wie viele Unschuldige werden selbst in dieser Nacht des Friedens und der Liebe geopfert werden? Und ich, der Gottmensch, werde noch mehr meine Armut empfinden, wenn ich statt Gold, Weihrauch und Myrrhe, Verachtung und Gleichgültigkeit empfange und angespien werde, wenn ich die Grausamkeit der Herzen erlebe, die sich der Gnade verschließen, die an ihre Türe klopft. Meine ausgestreckten Ärmchen werden noch mehr flehen und meine tränengefüllten Augen werden im Dunkel die treuen Seelen und die liebenden Herzen suchen. Offensichtlich hat die gesetzliche Freigabe der Abtreibung schwerwiegende Bewusstseinsänderung verursacht. In aller Klarheit und Härte nimmt dazu Erzbischof Johannes Düber, Fulda, in einem Interview mit der überregionalen Tageszeitung Die Welt am 27.07.1988 Stellung. Wir sind eines der reichsten Länder der Erde und trotzdem bereits seit über einem Jahrzehnt das Volk mit den wenigsten Geburten auf der ganzen Welt. Und in dieser Situation werden bei uns noch Jahr für Jahr hunderttausende Kinder im Mutterleib getötet. Und das wegen angeblich sozialer Notlage. Das ist keine Situation, an die wir uns gewöhnen dürfen. Nicht nur, weil hier Gottes Gebote und das natürliche Sittengesetz radikal verletzt werden, sondern auch, weil wir als Volk durch diesen Holocaust der Ungeborenen unsere eigene Zukunft vernichten. Man kann doch nicht glauben, dass die Aufhebung von Strafsanktionen ohne bewusstseinsbildende Bedeutung bleibt. Es ist ganz klar, dass der normale Mensch denkt: Was nicht bestraft ist, ist nicht verboten. Was nicht verboten ist, ist erlaubt. Was erlaubt ist, darauf habe ich einen Anspruch. Worauf ich einen Anspruch habe, das muss ich auch bekommen. Wenn das geltende Recht die Massentötung von ungeborenen Kindern in unserem Land ermöglicht, dann ist entweder ein haarsträubender Missbrauch des geltenden Rechts im Gang, gegen den die Verantwortlichen nicht einschreiten, oder aber das geltende Recht ist Unrecht. Auf jeden Fall ist der Verfassungsauftrag zum Schutz des Lebens schmählich verraten worden. Wir müssen uns fragen, ob wir mit unserem staatlich finanzierten Kindertötungsgeschäft nicht sehr nahe an unsere eigene Vergangenheit herankommen und ob wir uns mit unserem über Leben und Tod entscheidenden sozialen Indikationen nicht ganz bedenklich den Selektionen, den Ausrottungen einer vergangenen Epoche nähern. Auch wenn Politiker über nichts zorniger reagieren als über Vergleiche mit der braunen Vergangenheit. Hier
wie dort, maßt sich der Mensch die Entscheidung über Leben und Tod unschuldiger Menschenkinder an. Hier wie dort erhebt er die Hand gegen von Gott gewolltes Leben. Hier wie dort wird das Gericht Gottes ihn treffen. Daran hat in aller Deutlichkeit auch schon Papst Pius XI. In seiner Enzyklika Casti Connubii vom 31.12.1930 erinnert, indem er schreibt: Sollte jedoch der Staat diesen Kleinen nicht nur den Schutz versagen, sondern sie vielmehr durch seine Gesetze und Verordnungen den Händen der Ärzte und anderer zur Tötung überlassen oder ausliefern, dann möge er sich erinnern, dass Gott der Richter und Rächer unschuldigen Blutes ist, das von der Erde zum Himmel schreit. Genesis 4,10. Der Altbundespräsident der Deutschen Bundesrepublik, Professor Dr. Karl Carstens, hat daher bei mehreren Gelegenheiten, unter anderem am 27. Oktober 1988, mahnend darauf hingewiesen: Meine größte Sorge im Hinblick auf die Zukunft sind nicht die Atomwaffen, so schrecklich sie sind, ist nicht die Zerstörung der Umwelt, so sehr sie uns beunruhigt, und ist nicht die Bevölkerungsexplosion in der dritten Welt, so schwer es sein wird, dafür eine Lösung zu finden. Meine größte Sorge ist, dass wir in unserer Zivilisation die religiöse Dimension verlieren könnten. Dann allerdings könnte das Ende über uns hereinbrechen. Wenn der Mensch sich selbst zum Maßstab aller Dinge erhebt, wenn er das Gefühl dafür verliert, dass er letzten Endes aus eigener Kraft die ihm gestellten Aufgaben nicht lösen kann, sondern dass er dazu Gottes Hilfe braucht, dass er aber umgekehrt, wenn er versagt, auf Gottes Gnade hoffen kann. Wenn dieses Gefühl verloren geht, dann sieht es schlimm aus. Wahrlich, eine Gewissenserforschung tut Not. Wenn gewisse Kreise behaupten, die Welt sei überbevölkert und laufe Gefahr, nicht das Notwendige zum Leben zu erhalten, so ist dies nur ein heuchlerischer Vorwand für ihre egoistischen Interessen. Die Erde bietet genügend Nahrung für weit mehr Menschen als zurzeit auf ihr Leben. An Gottes allermächtiger Güte liegt es daher nicht, dass es vom Hunger geplagte Völker gibt. Vielmehr haben die wirtschaftlich reichen Nationen die soziale und vor Gott zu verantwortende Aufgabe, in schwachen Ländern zu helfen. Nichts kann darüber hinwegtäuschen, dass es immer ein furchtbares Verbrechen ist, mit schwerwiegenden Folgen, im Namen einer gesetzlich vorgegebenen sozialen Gerechtigkeit Gottes Gebote zu missachten und unschuldiges Leben im Mutterschoß zu morden. Es ist nicht vermessen, unsere Zeit als die schlimmste der ganzen Menschheitsgeschichte zu bezeichnen, denn noch nie gab es solche Massaker an Ungeborenen wie heute. Nie einen solch niederträchtigen Egoismus, dem alles geopfert wird. Noch nie konnte Satan mit den Sünden der Menschen eine solche Macht entfalten, wie in dem jetzt zu Ende gehenden Jahrhundert. Sein böser Einfluss ist weltweit so stark verbreitet, dass Gott nur durch eine allgemeine, schmerzliche Reinigung wieder Ordnung schaffen kann. Erschüttert klagt eine Krankenschwester, aktenmäßig festgehalten bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt: Ihr müsstet mal meine Arbeit tun, dann wüsstet ihr, dass Ungeborene keine Zellklumpen sind. Es kommt vor, dass abgetriebene Kinder oft noch Stunden nach dem Eingriff in den Abfallbehältern zucken und wimmern. Durch diesen schaurigen Kindermord in apokalyptischem Ausmaß fühlen sich nicht wenige gläubige Seelen aus Mitleid und Liebe gedrängt, diesen Kleinen wenigstens die stellvertretende Begehdetaufe zu geben. Dogmatisch liegt sie im Bereich der Möglichkeit, erklärt Abt Dr. Thomas Niggel vom Kloster Weltenburg. Sie verstößt nicht gegen die Lehre der Kirche. Auch Jesus selbst weist darauf hin, bei Mutter Vogel, einer begnadeten Opferseele in München. Am 7. Juni 1939 erklärt er ihr: Du kannst immer das Verlangen haben, dass alle Kinder, die geboren werden, getauft werden. Du kannst sie dem Willen nach Not taufen. Du kannst auch immer mein kostbares Blut aufopfern für alle Kinder, die ohne Taufe gestorben sind, damit sie mit meinem Blut reingewaschen werden. Von der Erbsünde, meint er. Eine Empfehlung, die wir mit gläubigem Vertrauen vor allem in der Heiligen Messe erfüllen können. Frauen, die ihre Kinder zur Welt bringen, erfahren durch sie viel Trost und Freude. Ihre dankbare Anhänglichkeit, ihr Vertrauen, ihre strahlenden Augen, ihr bezauberndes Lächeln helfen mit, Alltagssorgen leichter zu tragen. Was beschäftigt eine Mutter im Leben mehr als die Sorge um ihre Kinder und das Bestreben, sie zu rechten Menschen zu erziehen? Noch im Alter erfüllt sie die familiäre Verbundenheit mit den Enkeln und Enkelkindern,
deren leibliches und geistiges Wohl ihr sehr am Herzen liegt. Ihre Lieben zu Gott zu führen, wo alle im Himmel eine ewige Glückseligkeit erwartet, ist für eine Mutter die erhabenste Aufgabe.